Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 183 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Oh, meine Dose ist gerade übergeschäumt. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Meine auch. Wir trinken heute Energy Drink Sabor Frutos Rojos. Ich bin mir sicher, das spricht ein Spanier besser aus. Sabor Frutos Rojos. Der Geschmack der roten Früchte. Oh, lecker. Mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ich finde es nicht so lecker, aber ich hatte auch gerade vorher einen Frappuccino Joghurt Ananas Kokos. Vielleicht passt das nicht ganz gut zusammen. Ich hab nämlich tatsächlich unser Konzept vergessen. Also ich wusste, dass wir gleich aufnehmen. Ich habe gedacht, oh, da muss man da eben schnell was zu trinken holen, damit ich es nicht die ganze Zeit einen trockenen Mund bekomme, und habe mir einen Frappuccino geholt. Und habe dann, als ich hier ankam, habe ich gedacht, ach scheiße, wir trinken ja mal Energy Drinks. Was sind denn Frutos Rojos jetzt für Früchte? Rote Früchte, wahrscheinlich so irgendwie Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren. Nee, das sind ja blaue Früchte. Der Frutas Patina steht ja auch nicht drauf. Doch, da Uva Negra, das ist irgendwas Schwarzes. Fresa, also Erdbeere. Grosella Negra, keine Ahnung. Frambuesa, also Himbeere. Ja. Und sowas halt. 20% Fruchtsaftkonzentrat. Oder 20% Saft aus Fruchtsaftkonzentrat. Sagen wir so. Arne, was ich eigentlich mal fragen wollte, wie läuft es denn eigentlich mit deinem Haus? Das müsste jetzt langsam mal einzugsbereit sein, oder? Ja, in der Tat. Wir haben jetzt einen Termin bekommen, an dem wir einziehen, und das ist Ende November soweit. Also tatsächlich haben wir einen Termin der Übergabe bekommen. Wenn da alles glatt geht, dann kriegen wir das Haus Ende November und ziehen dann hoffentlich Anfang Dezember ein, nachdem wir Böden verlegt haben, Wände gestrichen und die Küche haben einbauen lassen. Das ist alles noch nicht gemacht. Keine Ahnung, ich habe sowas ja noch nie ein Haus gebaut. Das ist nicht in der Leistung der Baufirma mit drin. Genau, das ist nicht mit drin. Wir hätten das durchaus irgendwie auch, glaube ich, kaufen können oder zumindest von der Firma, die von denen auch irgendwie was macht. Aber wir haben uns bei Boden und Wänden halt entschlossen, das selber zu machen. Und die Küche machen sie sowieso nicht. Und das sind halt auch alles erst Dinge, die man erst machen darf, wenn man quasi den Schlüssel selber hat. Aus Versicherungsgründen, wie auch immer. Okay. Das heißt aber, wenn da noch kein Boden drin ist, da ist jetzt keine Muttererde unten drunter. Da ist schon irgendwie ein Boden drin, oder? Wie ein Boden drin. Du sagst, ihr müsst den Boden reinmachen. Da wird ja aber schon ein Boden, da wird ja Beton oder so. Da wird ja schon ein Boden sein. Natürlich, ja klar. Das Haus hat natürlich ein Fundament. Das ist kein Loch bis zur Hölle. Nein. Wir müssen nur den letzten Rest über dem Estrich noch machen. Also quasi Parkett oder Laminat oder PVC oder Teppichboden oder sowas. Genau, wir haben uns überlegt, wir werden da einfach Sägespäne ausstreuen. Das ist praktisch. Warte, das ist auch gut. Ich war mal in einem Restaurant in San Diego. Da waren auf dem Fußboden Nussschalen. Oh. Da hast du halt immer gesessen und hast halt dein Bier getrunken und hast dann Nüsse bekommen und dann hast du die Schalen einfach auf den Boden geworfen. Nicht schlecht, kann man machen. Ja. Sollte man vielleicht nicht. Fußbodenheizung habt ihr nicht, ne? Doch, wir haben Fußbodenheizung. Aber die ist schon drin. Genau, die ist schon drin, die liegt unter dem Estrich natürlich verlegt. Okay, ja. Und nee, wir haben uns für Vinyl entschieden, was da drauf kommen wird. Okay. Hat etliche Vorteile. Kenne ich nur so von Schallplatten. Ja, hat damit wenig zu tun, glaube ich. Sieht dann aus wie Holz. Okay. Ist es aber nicht, sondern es ist eben Plastik und es ist... Lässt sich leichter reinigen. Es ist völlig wasserunempfindlich. Es lässt sich dadurch natürlich super leicht reinigen. Es ist kratzfest, so wie kratzfest ein Fußboden nur sein kann. Also ungefähr so wie Fliesen auch. Hat aber den Vorteil, dass es eben ein bisschen, es bricht nicht so leicht wie Fliesen und es hat halt einen höheren Weichegrad, wollte ich nicht sagen, aber es geht halt nicht so schnell kaputt wie Fliesen. Also eigentlich hat das nur Vorteile, so Vinyl zu verlegen, jedenfalls das, was wir jetzt uns ausgesucht haben.
Okay, ja, cool. Ich ziehe auch bald um. Sehr gut. Gar nicht drin in unserer Liste. Aber ich habe jetzt auch eine Wohnung gefunden. Ha! Yeah. Sehr schön. Wo geht's hin? In die Harpen City. Ach so, dieser olle Stadtteil. Das ist eigentlich auch nicht so mein Lieblingsstadtteil. Also am liebsten wäre ich wie nach Ottensen oder St. Pauli oder was gegangen, ne? Ja. Aber die Wohnung war halt echt geil. Und ist ja eigentlich auch schon, also es hat so ein bisschen Bonzenviertel, ne? Mhm. Und das, eigentlich fehlt mir so das Dreckige dann wahrscheinlich von Altona. Und sagt, also Altona ist ja nicht so dreckig, aber halt so ein bisschen schmuddelig halt, ne? Ja. Aber naja, ist ja auch erstmal nur für die ersten Jahre. Ist ja nur gemietet. Ja. Und dann wohne ich nämlich ganz nah zur Elbphilharmonie. Leider nicht drin. Die ist ja jetzt fertig geworden. Ja. Irgendwie 10-mal so teuer wie geplant und 6 Jahre später fertig, aber sie ist fertig. Ich habe jetzt gelesen, die City die Oper in Sydney, die war 14-mal so teuer wie geplant. Ja, also das ist das ist natürlich doof, vor allen Dingen auch so für die Steuerzahler in Hamburg. Mhm. Aber das, was so als geplant kommuniziert wird, ne, das muss man auch immer sehr in Anführungszeichen oder mit Vorsicht genießen. Ja. Weil man hat das häufig, dass irgendwelche Projekte, dann heißt es, okay, das Projekt darf nicht teurer werden als 10 Millionen. Dann sagt der Bauherr, hey, es kostet, der Bauleiter sagt dann, hey, es kostet 10 Millionen. Und dann, okay, machen wir. Und dann so nach dem ersten Jahr, ach ja, übrigens kostet 20 Millionen. Ne? Aber dann ist es ja schon genehmigt und schon angefangen. Richtig. Und dann so die zusätzlichen Kosten, was willst du machen? Willst du abreißen, kostet auch Geld. Ne? Ja. Also bei 10-mal so viel und bei den ganzen Sachen, die man da gehört hat von der Philharmonie, ist das natürlich ein bisschen sehr, sehr viel mehr. Aber wenn es so 2- oder 3-mal so viel wäre, dann hätte ich gedacht, okay, das haben sie absichtlich so günstig kalkuliert gehabt. Ja. Warst du mal drin in der Philharmonie? Nee, war ich noch nicht. Wir hätten möglicherweise eine Weihnachtsfeier dahin gemacht, aber das ist dann doch was anderes geworden, deswegen wird das wohl nichts dieses Jahr. Ich war nur mal in der Baustelle. Ich muss jetzt demnächst, wenn ich wieder in Hamburg bin, muss ich da mal hin. Mhm. Wann bist du denn wieder da? Willst du es verraten? Ab Mitte Januar, also eigentlich ab 1.1. Aber da bin ich dann im Urlaub. Und ich komm erst am 15.01. zurück. Ja. Und dann muss ich halt irgendwie Wohnungsübergabe machen und Einzug und den ganzen Scheiß. Aber so ab Mitte Januar. Sehr gut. Und ich freue mich. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Und jetzt, genau, dann bin ich halt im Januar bin ich schon wieder im Urlaub oder im Dezember, Januar. Und jetzt bin ich ja auch gerade im Urlaub. Genau. Viele werden sich vielleicht daran erinnern oder nicht mehr daran erinnern an unseren letzten Podcast-Episoden-Dings. Da habe ich aus Mexico City berichtet. Da war ich dann noch ein paar Tage. Und zwar war ich am Sonntag beim Lucha Libre. Kennst du es? Klar, das ist mexikanisches Wrestling, wo die alle Masken genau. tragen. Genau. Ja, tatsächlich fast alle. Einer hatte keine Maske auf. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, da habe ich halt so über TripAdvisor so ein Lucha Libre Mexiko Trip-Dings gebucht gehabt. Das war ganz cool. Mhm. Wir verlinken da mal so ein Video. Das war so eine der coolsten Szenen. So eine typische Highflyer-Action, wie man das nennen mag, wo die halt so mehr Akrobatik als Wrestling. Ja. Hast du das Wrestling von Tim Wiese gesehen? Der war jetzt bei der WWE. Nee, habe ich nicht gesehen. Hast du dir eine Maske mitgebracht? Ja, ich habe mir eine Maske gekauft von El Furio. Sehr gut. So eine rote Maske, sehr cool. Mhm. Und jetzt gerade bin ich in so einem Touristenort, Playa del Carmen heißt der. Mhm. Und da gibt es halt auch Masken zu verkaufen. Aber dieser Ort, der ist halt so sehr für amerikanische Touristen ausgelegt. Das heißt, es gibt Masken von NFL-Teams. Ja. Und ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir eine Chargers-Wrestling-Maske kaufe. Das ist albern. Ja, aber lustig. Ja. Na gut.
Mal gucken. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich mache es wahrscheinlich sicher. Ja, auf jeden Fall war ich ja noch in Mexico City ein bisschen und dann war der Dia de Muertos vom 31. bis zum 2. Mhm. Der Tag der Toten, wo die Leute so ja, viel geschminkt rumlaufen, annehmen, dass die Toten zum Leben zurückerweckt werden oder zurückkommen. Es war sehr interessant, das mal zu sehen. Habe ich das richtig verstanden? Der Tag der Toten ist mehrere Tage lang? Richtig. Gut. Es fing ja damit an, dass sie hatte ja, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass da an dem Samstag so eine Parade war. Mhm. Habe ich davon erzählt? Ja. Diese Parade tatsächlich, die war das erste Mal generell da. Also das war die allererste Dia de Muertos Parade. Die haben sie gemacht wegen dem James Bond Film. Aha. Wegen des James Bond Films. Deswegen sind auch so die gleichen Figuren drin. Die haben da diese Figuren und so alles vorbereitet wie den James Bond Film. Und dann fanden sie es halt so cool mit dieser Parade. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir einfach jetzt jedes Jahr. Ja, cool. Ja. Warum nicht? Und da bin ich ja so reingeraten und habe das gar nicht so richtig verstanden, aber ja, war ganz cool. Ja. Ja, und da haben sie beim Dia de oder bei den Dia de Muertos Tagen, da haben sie halt im Stadtzentrum von dieser großen Kathedrale, da waren halt so Gräberattrappen quasi aufgebaut, beleuchtet, dann war da eine Band und ich bin da auch einmal auf den Friedhof gegangen, da haben halt Leute die Gräber geschmückt, das war jetzt. Habe ich mir mehr von erhofft, aber ich hätte wahrscheinlich auch nachts hingehen sollen, statt tagsüber. Nachts auf den Friedhof gehen ist auch der coolste Sport überhaupt. Ja, also ich habe da Leute getroffen, die haben das dann gemacht und die sind zu einem Friedhof gegangen, der irgendwie 20 Minuten aus der Stadt, nee, 2 Stunden von der Stadt entfernt war. Der wird halt nachts beleuchtet komplett mit Kerzen zu den Dia de Muertos. Das soll sehr, sehr cool sein. Oh ja. Aber tatsächlich hatte ich da an dem Tag so ein paar Magenprobleme. Dass ich das dann lieber gelassen habe. Mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich dann am Donnerstag hier nach Playa del Carmen geflogen mit mexikanischer Airline. Ja. Und habe dann hier eigentlich quasi nicht mehr so viel gemacht. Also viel mexikanisches Essen und ich gehe jeden Tag hier tauchen. Das ist cool. Ich hatte schon vor langer Zeit so gebucht, eigentlich wollte ich so einen Cavern-Diver-Kurs machen, aber das klappt wohl jetzt so zeitlich schlecht, da ich ja von montags bis freitags immer Spanischunterricht habe. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt hier am Wochenende so viel tauchen, wie geht, oder 2 Tauchgänge pro Tag habe ich jetzt gemacht, also Freitag und Samstag. Freitag so ein bisschen flaches, entspanntes, heute ein bisschen tiefer, also fast auf 30 Meter runter und ja, das ist halt schon ein bisschen kühler da unten. Und dann heute Nacht geht's, oder heute Abend geht's zu einem Nachttauchgang. Da muss ich jetzt auch in einer Stunde ungefähr hin. Mhm. Das soll ganz cool sein. Wie spät ist es bei dir? Jetzt ist es 16.45 Uhr. Okay. Also um 18 Uhr treffen wir uns da, 18.30 Uhr geht das Boot los. Wir müssen da schon bei dem Riff sein, da muss es noch hell sein, ne? Ja. Das ist wohl irgendwie Voraussetzung. Und dann wird das dann aber irgendwann dunkel. Und dann geht's halt runter. Ja, heute beim Tauchen auf dem Weg zum Tauchen ist was ganz Beklopptes passiert. Ich habe mir im September eine eigene Tauchermaske gekauft, also diese Taucherbrille, ne? Ja. Man nennt es halt nicht Brille, sondern Maske. Die sind hier halt so super von zuvorkommend auf den Boden. Die machen halt irgendwie alles für einen. Die packen halt die Gewichte in die wie heißt es, Weste, also ins BCD. Und bauen einem das alles zusammen. Also man muss da eigentlich fast gar nicht selber machen, wenn man das nicht möchte. Ne? Ja. Und wir haben mir halt auch meine Maske gewaschen. Da machst du halt normal so ein bisschen Spülmittel rein oder Shampoo, damit es nicht beschlägt. Ja. Ja, und dann hat er die halt hinten am Boot nochmal durchgespült und dabei verloren. Ach. Und ich war irgendwie, keine Ahnung, 4-mal damit tauchen. Das ist ärgerlich. Super scheiße, ja. Und jetzt muss ich mir eine neue kaufen. Ich kann mir natürlich auch eine leihen, aber das Problem ist, diese Leihmasken, die sind meist schon ein bisschen ausgeleiert und sitzen nicht mehr so gut. Mhm. Und ich habe irgendwie gerne eine sehr gut sitzende Maske. Ich hasse das, wenn man so ein bisschen Wasser
in der Maske hatte. Ja, klar. Ich musste mir heute dann tatsächlich auf dem Boot dann noch einen leihen und da hatte ich mir die gleichen Probleme damit, die ich auch vorher mit so Leihmasken hatte und die ich halt mit meiner eigenen Maske nie hatte. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt gleich wieder eine neue gekauft. Ja. Wird irgendwann in die Endabrechnung reingehen. Ja. Was kostet eine Maske? Ja, das ist, du kannst eine für 10 Euro zum Schnorcheln kaufen, ne? Mhm. Die, die ich vorher hatte, die habe ich mir in Spanien in der Tauchschule da gekauft, in dem Tauchcenter. Mhm. Die hat 50 Euro gekostet. Oha, okay. Und die war gut. Also, die war sehr gut und da haben halt, was sie mir dann gesagt haben, also alle Tauchlehrer da hatten die gleiche Maske. Ja. Die war halt echt super. Hier haben sie die leider nicht, die gleiche, die ich halt gerne hätte. Und die jetzt hier hatten, ich weiß nicht, ob es die günstigste war, aber auf jeden Fall die mir am besten passte und dass ich auf den Preis geguckt habe, hat über 100 Dollar gekostet, US-Dollar. Okay. Und das ist halt, finde ich echt teuer eigentlich. Aber ja, ja. Vor allem, wenn die jetzt übermorgen wieder verloren gehen, ne? Ja. Aber das ist ja jetzt quasi eine Maske. Und du hast ja doch gerade Anfang der Woche schon eine Maske gekauft. Hättest du die nicht auch zum Tauchen nehmen können? Ich glaube nicht, dass so eine Lucha Libre-Maske so sehr gut hält beim Unterwasser gucken. Ja. Ich glaube nicht, dass das hilft. Gut. Wie ist denn dein Ausblick? Was machst du denn die nächsten Tage, bis wir uns wieder sprechen? Ja, also morgen, also am Sonntag, gehe ich nochmal wieder tauchen, wahrscheinlich in Cenotes, also diese Unterwasserhöhlen, die es hier gibt in Rivera Maya. Und dann ziehe ich um in das Studentenwohnheim, hätte ich jetzt fast gesagt, das Haus, was hier zu meiner Sprachschule gehört. Und dann werde ich von Montag bis Freitag jeden Tag Spanischunterricht haben. Ich glaube 5 oder 6 Stunden am Tag. Okay. Und dann abends mal gucken, was ich da mache. Also ob ich dann nochmal irgendwie einen Nachttauchgang mache, wenn das geht. Oder mit den anderen Studenten, die dann da sind, irgendwie trinken gehen und Tacos essen. Ja. Und sowas halt. Du, das ist ja jetzt ein Bildungsreisenurlaub, den du da machst, dieser Spanischkurs. Genau. Sind da auch andere internationale Leute oder sind da eher lokale Leute, die das machen? Das weiß ich nicht, aber vor 2,5 Jahren habe ich das ja schon mal gemacht. Da waren halt alles international, da waren halt Leute aus Brasilien, viele Amerikaner, einer aus Holland, ja, also doch sehr international. Mhm. Okay. Aber natürlich weiß ich jetzt noch nicht, wie die Zusammenstellung der Gruppen da oder welche Leute da am Montag dann da sind. Also die werde ich dann Montag bzw. Sonntag kennenlernen. Entweder im Haus, wenn die da wohnen, oder in der Schule. Das sind auch verschiedene Gruppen. Also ich muss am Montag hin um 8 Uhr morgens und dann gibt es halt erst so einen Einstellungstest quasi. Da wird halt geguckt, in welche Gruppe du rein musst, wie gut du bist. Mhm. Und dann, ja, dann wird halt Spanisch gelernt. Ja, sehr gut. Für mich ist die nächste Woche nicht so spannend. Also theoretisch wäre sie sehr spannend, weil nämlich das NES Classic Mini rauskommen wird am Freitag. Aber ich habe gedealt, dass ich das nicht anfassen werde, bevor ich nicht umgezogen bin, was die wahrscheinlich sinnvollere Variante ist. Und ja. Deswegen werde ich da im Dezember drüber erzählen können, aber vorher nicht. Ich überlege auch noch, ob ich mir das kaufe oder nicht. Es ist halt momentan überall ausverkauft. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in Thailand eine japanische Version zu bekommen, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Mhm. Und sonst, ja, ich weiß es nicht. Wenn man es jetzt bei Amazon bestellt, kriegt man es nicht, oder was? Richtig. Wenn man jetzt bei Amazon guckt, also gerade jetzt, dann sieht man noch nicht mal einen Preis. Oh. So ausverkauft ist es. Aber die werden es dann nochmal nachbauen, oder nicht? Ich glaube nicht, dass es limitiert ist. Ich glaube nur, dass sie einfach mit viel weniger Nachfragen gerechnet haben und das einfach jetzt von allen gekauft wird. Also das ist ja auch schon seit Ewigkeiten ausverkauft. War derzeit nicht verfügbar.
Ich habe auch bei, ich habe auch auf Twitter und so, da regen sich halt Leute auf, dass es irgendwie, dass sie es bei GameStop vorbestellt haben und jetzt wahrscheinlich doch nicht kriegen werden, weil es einfach schon die Vorbesteller nicht aufgefüllt werden können. Okay. Also es ist schon übel ausverkauft, das Ding. Ich kann das verstehen, also ich verspreche mir da viel von. Ich verspreche mir da einen krassen Nostalgie-Flash von. Ich habe ja ein Original NES und auch immer noch angeschlossen. Also ich würde mir das halt einfach nur holen, weil es ein Sammlerobjekt ist und weil ich halt einige Spiele davon nicht als Original-Cartridge habe. Weil sie unbezahlbar sind. Das nicht unbedingt, aber zum Beispiel Castlevania ist unbezahlbar. Oder glaube ich jedenfalls, Castlevania 1 und 2 sind nicht unbezahlbar. Die kosten auch schon irgendwie 100 Euro, glaube ich, das Spiel. Ungefähr, jetzt aus dem Kopf geraten, aber keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ja. Ich habe halt viele von den Spielen nicht und ich glaube, dass das die beste Art ist, die zu spielen. Wahrscheinlich, ja. Weil es eben direkt per HDMI-Kabel rausfällt und was ich so von Berichten gehört habe, ist die Emulation wohl atemberaubend gut. Ja, und man hat aber schon Teardowns, also so Öffnungsberichte, wie nennt man das? Also Berichte von Leuten, die das Ding aufgemacht haben, gesehen. Genau. Und man wird wohl keine zusätzlichen Spiele reinladen können. Da hat es ja auch schon mal drüber nachgedacht, ob das wohl geht. Ja. Also das Einzige, was man machen könnte, ist den Flash daraus rauslöten, neu programmieren und wieder reinlöten. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so sehr sinnvoll. Glaube ich auch nicht. Aber mir reicht es auch völlig. Also, ne, ich finde es halt nett, irgendwie so ein Gerät zu haben, was eben nicht mit dem Internet verbunden ist. Das ist ja so ziemlich das einzige aktuelle technische Gerät, was ich benutze, ohne Internetanbindung, wenn es denn rauskommt. Und die Spiele, die da drauf sind, die sind halt drauf. Ne? Und wenn das Internet kaputt bricht, sind die immer noch drauf. Und das finde ich halt gut. Ja. Genau. Und das ist ja genau der gleiche Grund, warum du gerne Cartridges kaufst. Genau. Richtig. Na gut. Wir werden es sehen. Also du wirst im Dezember davon berichten können, sobald ihr eingezogen seid. Genau. Ist das dann das erste Gerät, was angeschlossen wird am Fernseher? Vielleicht. Und das erste Möbelstück, was rein in die Wohnung reingeht, ist der Fernseher und dann der NES und dann wird gezockt, während Angela und die Kinder die restlichen Räume mit Möbeln beliefern müssen. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Also ich denke, dass wir schon erst eingezogen sein werden. Wir waren heute übrigens unterwegs im dänischen Bettenlager, um uns da Möbel zu kaufen und haben dann gesehen, morgen gibt es 10% Rabatt und deswegen sind wir direkt wieder rausgerannt und gehen morgen nochmal hin. Ja. Und aber habt ihr euch die Preise gemerkt? Vielleicht sind die morgen einfach 10% teurer. ja, haben wir uns gemerkt. Genau. Ich würde sagen, das war's dann für diese Woche. Ja, ich habe noch eine Sache vergessen, die ich eigentlich erzählen wollte. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nach. Ich hole das jetzt einfach mal nach. Ja. Es hat immer mit den Tauchen zu tun. Ja. Und zwar, ich hatte heute einen sehr lustigen Tauchlehrer. Okay. Ich bin sehr lustig. Er hat keine Witze erzählt. Er war, vielleicht war er merkwürdig, kann man vielleicht auch sagen, oder seltsam. Der war von den US Marines, war er wohl mal Tauchlehrer. Okay. Also er war auch US Marine. Hat dann aber wohl irgendwie hingeschmissen und hat dann hier angefangen, so ziviler Tauchlehrer zu sein. Man merkt ihm das aber voll an, dass er halt bei den Marines war, oder dass er halt in der Armee war. Ne? Der ist halt, war halt sehr organisiert, sehr strikt. Ne? Also ja. Sagt hier zack, zack, zack und so hat das aber zu funktionieren. Und wir sind nicht tauchen gegangen, sondern wir hatten eine Operation. Also, du machst halt beim Tauchen irgendwie auf dem Boot oder so, vorher so eine Besprechung, was uns denn da unten erwartet und wo es halt lang geht. Ne? Und er meinte, okay, our operation starts at 10 meters and then we are heading 45 until we reach this point. Also richtig so diese Militärsprache. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Und der war halt ausgestattet, tatsächlich als ob er in Krieg zieht. Also nicht nur hatte er irgendwie 3 Tauchcomputer dabei und 5 Kompasse, 2 Kompasse und 3 Lampen, sondern er hätte auch irgendwie so Protektoren überall, als ob er skaten geht. So Schienbein, Knie und Ellenbogenschützer. Und er hatte Handschuhe, auch nochmal so verstärkt oben drauf, als ob er damit jemanden zusammenschlagen will.
Okay. Hai auf der Fresse oder so, ich weiß es nicht. Das war echt ein lustiger. Also, ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? Der war halt sehr kompetent. Ja. Hat bei jedem zwei oder dreimal die Tauchklamotten überprüft, ob da auch die Luft funktioniert, ob alles in Ordnung ist. Also der war sehr sorgfältig, sehr diszipliniert. Aber irgendwie war das echt lustig. Ja. Das wollte ich nachher erzählt haben. Ja. Ja, spannend. Haie habe ich noch keine gesehen. Okay, hoffentlich auch nur aus dem Käfig, wenn. Nee. Käfig geht nie rein. Und wenn dann richtig. Aber die sind, ist zwar noch nicht die Saison. Also eine Tauchgruppe heute hat einen gesehen, aber die halt nicht. Ist ganz cool. Ich mag Haie. Na gut, Arne. Ich muss jetzt gleich los. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Dankeschön. Vertauch dich nicht. Mach ich nicht. Und wir hören uns dann nächste Woche wahrscheinlich wieder. Genau. Also bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.